willkommen bei Lebensthemen TV. Mein Name ist Marsha Leonie Lahn-Wiederkehr und dein Wohlbefinden liegt mir am Herzen. Wir sind heute bei der ersten Cache-Tagung mit dem Jupiter Verlag, also veranstaltet vom Jupiter Verlag. Und ja, schauen wir mal, was wir heute alles für Informationen erhalten. Meine Damen und Herren, es freut uns, dass Sie hierher gefunden haben. Wir sind gestern auch hierher gefahren von Schaffhausen und haben da ein paar Umleitungen machen müssen, haben Angst gehabt, ob Sie das mal finden. Aber einige sind dann mit dem öffentlichen Verkehr gekommen, Bahn und so weiter. Das gibt es ja auch noch und dann geht es etwas eleganter. Wir begrüßen Sie ganz herzlich aus verschiedenen Ländern aus Europas, meistens deutschsprachig, wobei es auch ein paar Franzosen, sprich Elsässer hier, die auch Deutsch sprechen. Dann aus Dänemark, aus Spanien, aus den Niederlanden und aus Liechtenstein. Wir haben festgestellt, dass auch sehr viele Frauen bei diesem Publikum. Das ist eigentlich fast freudig. Und sie haben die Meinung erstaunlich. Ich weiß, dass in der Ausbildung, ich weiß nicht, wollte Elektroingenieur, da haben wir auch noch 300 Studierenden, 3 Damen. Aber das hat sich bei der Welt auch ein bisschen geändert. Ich soll noch ein Grußwort von Peter Salocher ausrichten. Er hat gestern angerufen, er kann leider nicht kommen, er ist jetzt in Österreich, er macht sehr viele Seminare und er ist jetzt auch sehr beschäftigt, weil er eine Ausbildung professionell macht bei Cache mit 39 Wochenstunden, das ist also sehr anspruchsvoll. Und er hat mir ganz begeistert berichtet, bei seiner eigenen großen Solaranlage, die eine Spitzenleistung von 20 Kilowatt macht, die war bei bewölktem Himmel natürlich weniger, bloß ein halbes etwa. Die hat er seit 6 Tagen mit einem Nano-Coating ausgerüstet und jetzt macht sie praktisch 2 Kilowatt durchgehend, also auch nachts. Das ist also ganz erstaunlich, sagt er mir. So, das war am Ende. Aber dann wollen wir gleich weitermachen. Ich möchte Sie ebenfalls ganz herzlich grüßen hier. Wir sind wirklich überwältigt von der Resonanz, die die Tagung gefunden hat. Und deshalb haben wir ja auch dann, als es ziemlich bekannt genommen hat, hier eine zweite Tagung angeregt, und zwar auf 2. April in Hotel Abaco in Korntal Mönchingen bei Stuttgart. Wir werden das im National, im nächsten National publizieren und es liegen auch Zettel hinten auf. Allenfalls, wenn Sie die Weiterentwicklung bis dahin beobachten wollen und feststellen wollen dort, dann können Sie dort nochmal teilnehmen. Bereits gehen ziemlich viele Anmeldungen ein. Wir sind sehr erfreut und fasziniert über diese Entwicklung. Noch ein Hinweis zu Peter Salocher, was mein Mann nicht gesagt hat. Es war eine Bemerkung, die mich etwas fast erschreckt hat, und zwar hat er gesagt, dass Herr Cache sehr viele Seminare jetzt gibt, das heißt, er will sein Wissen weitertragen, möglichst schnell und intensiv, weil er irgendwie befürchtet, er sei nicht mehr lange, er könne nicht mehr lange sein Wissen vermitteln, was auch immer das heißen will. Es wurde auch schon gesagt, es sei unter Druck, politisch und so weiter, aber wie auch immer, jedenfalls, er will das Wissen jetzt gezielt weitergeben. Hier übrigens im letzten Jahr schon mal ein Bericht über die Cache-Technologie mit dem Hinweis auf Peter Salocher, der ja auch an das Botschaftertreffen in Rom eingeladen war, aber er hat es verpasst, aus irgendwelchen Gründen. Gut. Dann sage ich kurz etwas zur Tagungsmappe, die Sie ja alle bekommen haben. Wir haben hinten auch eine Teilnehmerliste drin, auch mit E-Mails, einfach um Ihnen die Möglichkeit zu geben, untereinander Kontakt aufzunehmen, wenn Sie heute mit jemandem vielleicht besprechen. Die Tagungsmappe hinten finden Sie auch Links zu Artikeln im Netzjournal, die zum Thema Cache erschienen sind. Da werden wir in unserem Vortrag nochmal darüber berichten. Und ich möchte auch noch ganz herzlich unser Team begrüßen, ohne dass es überhaupt nichts laufen würde. Der Kalle Hornen am Büchertisch, der Roger Eschbach hier, die Susanne Martin, und es ist noch ein Team mit viel Ausgefallen, die auch da springen in die Bresche. Falls Sie irgendwelche Fragen oder Informationen oder so haben, dann bitte direkt an uns
Wenn du bezüglich Nepschelmann noch einen Hinweis, ich werde wieder einen Bericht über die Tag und Tier schreiben und im übernächsten Nepschelmann publizieren. Das März ist bereits im Druck, das wird also dann die März-April-Ausgabe sein. Okay, falls Sie nicht so gut lesen können oder lieber einen Film schauen wollen, können Sie das auch tun. Wir haben hier ein Filmteam. Können Sie mal aufstehen? Ja, mein Name ist Marsha Leonie Lahn-Wiederkehr und ich mache so hobbymässig Lebensthemen-TV und werde das nächste Woche wahrscheinlich. Okay, also ich nehme an, wenn man in Google Danke. Oder YouTube dann irgendwie ein Stichwort eingibt, dann findet man den Film. Ist das richtig? Ja. Okay. Sie haben einfach gedacht, dass wir diesmal keine DVD machen, sondern YouTube, das auf YouTube aufnehmen lassen, weil es sich ja um ein Open-Source-Projekt handelt und wir wollen da nicht finanziell davon profitieren, wie auf den Büchern ist, gibt es einige DVDs von früheren Kongressen, das ist diesmal nicht der Fall. Okay, jetzt das Filmteam, Film vorzugsweise das, was hier geboten wird. Aber vielleicht gibt es auch mal einen Blick ins Publikum. Und falls Sie da nicht im Film erscheinen wollen, können Sie ja in Deckung gehen. Nur Sicherheitshalber. Ja, darf ich schnell zu dem Thema noch was sagen? Also wir haben ja alle Teilnehmer gefragt, ob sie in die Teilnehmerliste aufgenommen werden wollen. Es waren gerade mal 3%, die das nicht wollten. Also ich finde das super, dass weil unsere Meetings und alles drum und dran hat eigentlich damit zu tun, dass wir die Kommunikation fördern wollen, weil ohne das geht es nicht. Und heute kann man ja über E-Mail sehr gut kommunizieren, deshalb finden Sie auf der Teilnehmerliste auch die E-Mail-Adressen und die Wohnorte der Teilnehmer. Da können Sie feststellen, wer wo wohnt in Ihrer Nähe eventuell und dann können Sie Kontakt aufnehmen. Noch ein Hinweis, einzelne Referenten werden nach der Tagung auch morgen noch da sein zu Gesprächen. Die werden das dann in den Referaten selbst sagen. Wir selbst sind nicht da, weil wir fahren heute Abend in Karacho zurück ins Berner Oberland, wo wir wohnen, weil wir morgen bereits hier einen Auftritt haben, aber einen ganz anderen, und zwar singen wir in einem Chor an einem Gottesdienst. Sie sind so ich habe Sie noch, okay. Sie sehen, wir sind multimedial tätig. Nur noch ganz kurz zum Programm. Das Programm findet statt, wie gehabt. Wir haben jetzt Viertel nach, eine Minute zu spät, aber das holen wir sehr gerne auf. Als nächstes werden Sie einen Vortrag hören, ein Duett von meiner Frau und mir. Wir wechseln uns etwas ab. Wir geben ganz allgemein einen Überblick über die Cache-Technologie, auch wie wir dazu gekommen sind. Dann um 11 Uhr wird dann Rainer Pauli, der ist extra gestern aus Valencia angeflogen, das ist ein bisschen wärmer, glaube ich, noch. Und wird uns überraschen mit den neuesten Aspekten der Plasma-Technologie von Cache. Ich sage jetzt im Moment nicht mehr dazu. Dann haben wir Mittagessen. Wie gesagt, die, die hier essen wollen, können das hier tun. Andere können auch spazieren gehen oder woanders was einnehmen. Dann am Nachmittag ist der Dr. Hans Weber da. Wo ist er denn? Irgendwo. Okay, da kommt noch. Er wird mir theoretisch berichten, wie er sich die ganze Technologie vorstellt. Er ist ja Physiker. Dann Tristan Müller, er sitzt hier schon am Tisch, berichten über Praxis der Cache-Technologien. Er hat wie viele andere eine ganze Reihe von Sachen gebaut, Erfahrungen gemacht. Und dann brauchen wir eine Kaffeepause, nachdem einige Nachbauer auch noch ihre Geräte präsentiert haben. Und am Schluss wird dann Thomas Lorenz aus Deutschland, aus Reuchelheim-Kien, berichten über experimentelle Arbeiten mit sehr vielen Messungen, die zurzeit auch laufen. Und das wird sicher auch spannend werden. Und um 18 Uhr machen wir dann Schluss. So in etwa. Okay. Ganz herzlichen Dank. Und dann fangen wir mit dem ersten Vortrag an. Wir dürfen den ersten Referenten bitten. Der bin ich, der zu dir noch. Da muss ich nur noch umschalten. So, wir haben so einen kleinen Leitfaden gemacht für uns. Reden aber so weit als möglich frei oder halten uns an die Folien. Sie sehen hier, es geht um Technologien von mehreren Cache. Das klingt zwar sehr technisch, aber wie Sie sicher bemerkt haben, steckt dahinter eine ganze Philosophie. Es beschränkt sich beileibe nicht nur auf Energieerzeugung, was ja alle oder viele sogar wollen, wir natürlich ganz besonders.
Aber es gibt eine Verbindung zwischen irdischer und außerirdischer Technologie, wenn wir das mal so nennen wollen. Und wir wissen natürlich, dass da was dran ist. Ich speziell, ich habe mich schon seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts intensiv auch mit UFOs befasst, Bücher zu diesem Thema geschrieben. Und jetzt gerade haben wir einen Kongress in Stuttgart im Oktober letzten Jahres genau zu diesem Thema gehalten. Also Sie sehen, wir sind im richtigen Thema. Nun, Caches Raumfahrtkonzept. Am 20. Juli 2009 hatte Sterling Allen, das ist ein Amerikaner, der sehr viele Webseiten verfolgt, weltweit über freie Energietechnologien, MT Cache eingeladen im Rahmen seines Radioprogramms über die neuen Methoden zur Energiegewinnung und zur Raumfahrt zu sprechen, und zwar mit Plasmatechnologie. Es ging bei diesem Interview, das war also vor 6 Jahren, um die nächste Generation kommerzieller Raumfahrt einerseits und die Erzeugung sauberer Energie. Cache hat damals gesagt, er sei bereit, Lizenzen zu erteilen für alle diese Technologien. Inzwischen wissen wir ja, die Lizenzen sind praktisch frei erteilt an alle, also Open Source. Darüber werden wir nachher noch mehr sprechen. Damals hat er schon gesagt, er sieht die Möglichkeit, kleine Energiegeräte von 3 Kilowatt zu verbreiten. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, das wissen wir. Nun, Caches Einladung an einen eine Raumfahrtorganisation, SPESIF. Das war am 25. August, wurde er eingeladen an die Johns Hopkins University für Applied Physics, einen Vortrag zu halten. Soweit ich weiß, kam es dann zwar nicht zum Vortrag, aber er konnte eine ganze Reihe von Präsentationen, also Folien dort unterbringen, Poster, auf denen ganz klar kommuniziert wurde, wie sich das freie kosmische Plasma in technisch verwertbare Energie konvertieren und damit auch die Schwerkraft aufheben lässt. Nun zur Biografie von Leran Cache. Sie haben sicher auch schon einiges gelesen. Er hat als junger Mann das Green Bay College in England besucht und dort sich auch ausbilden lassen als Nuklearingenieur und auf diesem Gebiet auch einige Jahre gearbeitet. Während dieser Zeit hat er dann auch schon ziemlich tiefgehend sich befasst mit seiner eigenen Theorie, wie Gravitation wohl zu deuten wäre. Und damals schon kam ihm wurde ihm bewusst, dass Gravitationsfelder letztlich erzeugt werden durch die Interaktion von Materie, von Dunkelmaterie und Antimaterie. Er wusste nun, dass diese Theorie korrekt ist. Warum wusste er das? Er ist ja eigentlich kein Theoretiker. Aber er sagte, er konnte die Theorie in seinem Geist sehen, wie sie funktionierte. Etwa genau in derselben Weise, wie auch Nikola Tesla in der Lage war, seine Maschinen, die er gebaut hat, mit allen Details im Kopf ablaufen zu lassen, zu starten zu lassen und zu sehen, ob oder wie sie funktionieren. Das ist also eine ganz besondere Fähigkeit, die einige Genies haben, wie er das eben Tesla war und vielleicht auch Cache. Nun, ich gehe nochmal zurück zu Tesla. Tesla hat sich ja sehr intensiv mit der Energie aus dem Kosmos befasst und er hatte auch schon gesagt in den 30er Jahren, dass er offenbar in der Lage war, die kosmische Energie oder die kosmischen Strahlen anzuzapfen und sie zu nutzen für Geräte in einem Auto zum Beispiel. Er hatte aber auch schon Ideen, wie man Fluggeräte bauen könnte, die völlig anders ausschauen als das, was sie kennen. Eigentlich sind das kreisförmige Fluggeräte, sogenannte Flying Saucers oder UFOs. Er hatte sogar ein Patent damals gemacht und er hatte in einer Korrespondenz mit Sarah Kosanovic bestätigt, dass sein Generator zum Starten zwar eine Anfangsenergie benötigt, dann aber eine eigene Energie produziert und für seinen Flugantrieb dann eben eingesetzt werden konnte und dass dieses funktionierte auf der Basis eines antigravitativen Feldes. Exakt so, wie offenbar jetzt neuerdings
Kescher sich das auch vorgestellt hat oder die Vision dazu hat. Nun, Teslas Flugobjekt mit Feldantrieb, das ist das Patent, das er eingereicht hat, 1928, schon lange zurück. Er hatte den Flugapparat gedanklich voll durchkonstruiert, war überzeugt, dass das optimale Konzept für die Luftfahrt sei. Nur fehlte ihm das Geld und die Lobbys, um sowas zu bauen. Für den Feldantrieb, für den Antrieb, wollte er einen Feldantrieb einsetzen, der direkt Energie aus der Umgebung, aus dem Raum nutzen konnte. Nun kommen wir wieder zu Kesche. Und außerdem hat der Kesche, der Sterling D. Allen auf seiner Webseite Pesiki publiziert, dass Herr Kesche ein Forscher sei, dessen Thesen, Technologien durchaus an Science-Fiction heranreichen würde. Weiterhin würde Kesche behaupten, in einem Interview auf der Webseite, dass er vor Jahren dem iranischen Militär diese Technologie übergeben habe, damit dieses fliegende Unterklassen produzieren könne. Und tatsächlich meldete der Iran im März 2011 eine fliegende Untertasse entwickelt zu haben. Ja, jetzt sagt es mir. Also wir sehen jetzt in einem Video einen Bericht, das kam dann auch in der Weltpresse, wurde natürlich dort nicht erwähnt, dass es eventuell eine Technologie von Herrn Kesche dahinter stecken könnte, aber es wurde eben berichtet darüber, dass dass Iran eine US-Drohne abgefangen hat. Nicht abgeschossen, abgefangen. America's secret drone, so-called black operations, that crashed in Iran, and whether it is giving the Iranians highly sensitive information about top secret intelligence missions. The U.S. denies Iranian claims they shot down the drone, but that's just the start. NBC's Jim Mikleshevsky on duty tonight for us at the Pentagon with more exclusive details tonight. Jim, good evening. Good evening, Brian. NBC News has learned that when that unarmed, unmanned American drone crashed in Iran last Thursday, it was on a mission for the CIA. But the exact nature of the mission is still cloaked in secrecy, and it's still unclear whether the drone was operating in Iran or Afghanistan. U.S. officials tell NBC News that CIA operators on the ground were flying the drone when it suddenly veered out of control and headed deep into Iran. Now, according to U.S. officials, the drone eventually ran out of fuel and crashed in Iran's remote mountains. But this is not just any drone. American officials confirm this is a super-secret stealth drone called an RQ-170, which looks more like a flying wing than any airplane. And it's the same kind of drone that circled over that compound in Pakistan when Navy SEALs took out Osama bin Laden. Now, according to U.S. officials, the Iranians have recovered that wreckage. And the concern here is that they'll use those high-tech cameras and sensors to try to develop that technology for their own. And sources are telling us that American military forces were actually considering a mission into Iran to try to retrieve those secrets, but the Iranians got there first. And tonight, Brian, the CIA has no comment. All right, Jim Mikleshevsky at the Pentagon tonight. Jim, thanks. Also, wir haben den Film gesehen. Nun, Kesche, das haben wir gehört, will bereits vor Jahren dem iranischen Militär oder der Regierung seine Technologie zur Verfügung gestellt haben. Die große Frage ist natürlich, ob die das wirklich genutzt haben, ob die schlau genug waren oder willens. Das wissen wir nicht. Nun, jedenfalls haben iranische Hersteller auf einer Ausstellung in Teheran eine fliegende Untertasse vorgestellt. Sie hatten damals ein Bild in der Presse, das sah aus wie diese Untertasse, die Sie vorher gesehen haben. Diese wurde dann später schnell ersetzt durch was Bekannteres. Und das müssen wir jetzt nicht im Detail vorlesen. Wenn aber jetzt tatsächlich Kesche-Technologie dahinter stecken würde, in diesem Abfanggerät, in diesem spekulativen, dann hätte das vielleicht die Möglichkeit, das Schwerefeld zu manipulieren und natürlich auch neue Kraftfelder einzusetzen und Energie zu produzieren. Das ist im Moment etwas Spekulation. Moment.
Ja, und es gibt auch Hinweise, die eigentlich durchaus logisch sind, dass iranische Computerspezialisten in der Lage waren, sich in die Radioverbindung zu der US-Drohne einzuschalten. Es ist ja so, wenn eine Drohne irgendwie ziemlich weit tief im Land ist, dann hat sie in der Regel keine Funkverbindung mehr. Und dann arbeitet sie ganz alleine. Aber man kann sich natürlich, wenn man den Code kennt, aufschalten. Und wenn die jetzt einen GPS-Landungsort simuliert haben oder hinein eingegeben haben, der dann im Iran ist, dann landet die ganz automatisch auf irgendeinem Flugplatz in Iran. Möglicherweise ist es so gewesen. Aber das am Rande. Nun kommen wir wieder zum Spaceship-Programm. Das ist ja ein Schwerpunkt, das die Keshe Foundation auch verfolgt. Wahrscheinlich ein bisschen hinter den Kulissen. Es heißt hier, dass sie den Menschen die Möglichkeit geben wollen oder die Freiheit, in den Weltraum zu reisen. Und dass das natürlich nur geht, also man kann das nicht so zu Fuß machen, man braucht da Spaceships, sogenannte Magkraft-Raumfahrtgeräte, die auf der Basis dieser Plasma-Reaktor-Systeme arbeiten, die natürlich auch ein ganzes Gesundheitssystem und Wohnsystem an Bord haben. Und die Entwicklung von all diesen Systemen wird natürlich dann viele neue Arbeitsplätze schaffen in den nächsten Jahren. Das ist ja etwa die Vision. Diese Technologie will den Frieden bringen, weil es dann kein Bedarf mehr ist, um noch Kriege zu führen oder unsere Ressourcen auszubeuten. Es gibt einen kleinen Teil der Stiftung, der einen Überblick in einer fast meditativen Art, einen Überblick über die Technologien gibt. Und da wird eigentlich, in der Art der Präsentation wird eigentlich schon deutlich, dass es sich um eine Technologie praktisch von oben geht. Vielleicht haben Sie die Musik erkannt. Das ist eine Sequenz, ich weiß nicht einmal von welchem Planeten, ob es Venus ist oder vielleicht weiß es jemand von der Musik The Planets von Edgar heißt er, glaube ich. Also schon eine kosmische Musik, eine Komposition aus dem Kosmos, mehr oder weniger. Das wirft dann die Frage auf, woher hat Herr Keshe seine Technologie? Bekommen überhaupt, wie ist er mit diesem Wissen konfrontiert worden überhaupt, wie hat er das bekommen? Er hat uns einige Andeutungen gemacht bei unserem Besuch bei ihm am 24. August 2012 in Ninove noch, er ist ja jetzt nicht mehr dort. Er hat damals gesagt, er sei vor vielen Jahren mal vom Militär gestürzt, du kannst, wer das besser weiß, kann das vielleicht dann mal berichtigen. Also das hat er gesagt, er sei vom Pferd gestürzt und sei lange bewusstlos gewesen, hätte dann, als er wieder zum Bewusstsein kam, eben über Wissen verfügt, welches er vorher noch nicht hatte. Dann eben eine Art Inspirationen. Dann war es so, dass er vor 7 Jahren an Krebs litt und zwar schwer, sodass man, das war ein unheilbarer Krebs, welcher sogar betroffen war, wissen wir nicht, aber
Es war so, dass seine Mitarbeiter, es gab die Stiftung damals offenbar schon, oder mindestens sein Umfeld, seine Mitarbeiter haben ihn dann bestürmt, er müsste dringend sein Wissen publizieren und aufschreiben, das heißt zuerst aufschreiben und dann publizieren, damit das Wissen eben nicht verloren geht. Das hat er getan und er war dann auch im Spital oder lange Bettlägerig und hat dann schreibenderweise eine Methode gefunden. Er kam immer mehr in ein Wissen hinein, wie er sich selbst vom Krebs heilen konnte. Das geschah. Er wurde vom Krebs geheilt und seither gibt er eben dieses Wissen an weitere Leute weiter. Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass man bei Kesche so einen den Eindruck gewinnt, er habe sein Wissen irgendwie von oben oder einem anderen Planeten erhalten. Jedenfalls passt seine Terminologie und auch sein Konzept kaum zum heutigen bekannten wissenschaftlichen Naturverständnis. Deshalb ist es auch schwierig, mit seiner Terminologie zurechtzukommen. Und zwar nicht nur Wissenschaftler haben da ihre Probleme, sondern auch andere normale Menschen wie Ingenieure und so weiter. Weil man kann praktisch nicht an etwas Bestehendem anknüpfen. Obwohl, und das gibt einfach eine Gefahr mit sich, so mehr oder weniger, jetzt kommt der Kesche und stellt alles auf den Kopf, was vorher war, und wir finden, das ist wirklich gefährlich, weil man muss eben auch sehen, was vorher schon war. Deshalb haben wir hier mal eine Liste gemacht, ich habe da mal zusammengestellt, was es schon vorher gab, welche Terminologie es schon vorher gab zu freier Energie. Zum Beispiel hat schon Dr. Nieper, ich glaube 1986, das war der Begründer der Deutschen Vereinigung für Schwerkraftgeldenergie, ist heute Raumenergie, nennt sich Raumenergie, der hat bereits 1986 an einem Kongress gesagt, dass die Aussage von Physiker Richard Feynman wiedergegeben, dass in einem Glas Wasser ein Wert von 10 hoch 95 Joule, also Quadratzentimeter vorhanden sei, das sei so viel, dass man damit ganze Ozeane zum Kochen bringen könnte. Also das heißt natürlich, der Raum ist effektiv nicht leer, genau, sondern von Feldern und Teilchen durchdrungen. Genau. Also alle diese Forscher, die ich hier jetzt zitiert habe, eben, die sind immer davon ausgegangen, dass der Raum nicht leer ist, sondern voll Energie. Zum Beispiel hat Einstein, hat ja das Äther-Konzept vertreten. Eigentlich ist dann der Sonnenwindversuch in eines besseren Landmutierungszeichen, besseren gelehrt hat. Er hat dann gesagt, nein, es gibt keinen Äther und hat sich da gegen gerichtet. Zum Schluss seines Lebens hat er dann wieder das Äther-Konzept vertreten. Dann gibt es eben das Konzept von Meyer, der von Neutrinos spricht, oder von Professor Turtur, der spricht von Vakuumfeldenergie, Karl Schapelle von Urkraft, Tesla von Radiant Energy, also strahlende Energie. Doch es geht eigentlich viel weiter zurück, da nur eine Information über eine frühere Quelle, der Taoismus in China sprach von Qi, das heißt von Lebenskraft. Man weiß natürlich nicht genau, ob das alles dasselbe ist, aber es sind einfach verschiedene Begriffe für freie Energie, für das, was wir heute unter freie Energie verstehen. Das heißt also, Wissenschaftler haben heute Schwierigkeiten, sich in die Kesche-Technologie einzuarbeiten. Man weiß eben auch nicht genau, ob Kesche weiß, was er selber tut. In dem Zusammenhang ein Zitat aus einem Brief von Frau Schröger, die mit uns zusammen am 24. August in Ninove war und die Übersetzerin des Buches, zusammen mit ihrem Mann, eine Diplomphysiker, ist die Übersetzerin der Bücher von Kesche vom Englischen ins Deutsche.